So, hallo und herzlich willkommen. Hier laden gerade alle, dass alle ankommen. Ich mache jetzt hier gerade einmal kurz die Orga. Wer schon mal mit dabei war, weiß, ihr könnt alle eure Mikros nicht anstellen. Ihr könnt aber jederzeit Fragen in den Chat schreiben und wir zeichnen diese Veranstaltung auf. Das heißt, wenn ihr nicht mit auf der Aufzeichnung und im Internet landen wollt, dann macht eure Kamera aus. Ihr könnt auch euren Namen noch ändern. Genau. Und ansonsten würde ich jetzt dann die Anmoderation heute an unsere politische Sprecherin Johanna Weber übergeben. Ja, einen schönen guten Abend, hätte ich beinahe gesagt, also einen schönen Nachmittag. Ich bin Johanna Weber und ich bin die politische Sprecherin vom BEST, sprich Berufsverband Erotische und Sexuelle Dienstleistungen. Und ich sieht's ja die Leute, ich möchte Sie alle begrüßen zu der heutigen Folge von Eine Stunde, ein Thema. Das ist ein Thema, was heute dran ist, was mir sehr am Herzen liegt, denn der Satz Ausstieg aus der Sexarbeit, der taucht ja aktuell sehr häufig in den Medien und auch in der politischen Diskussion auf. Und darum geht es heute. Hauptsächlich taucht er auf im Zusammenhang mit dem Sexkaufverbot. Und wir vom Berufsverband benutzen ja nicht so gerne das Wort Ausstieg, sondern wir nennen es Umstieg. Und das macht auch das Familienministerium so. Nämlich das Familienministerium, kurz BMFSFJ, hat schon zwei große Modellprojekte zum Thema Umstieg aus der Prostitution durchgeführt. Und diese wollen wir beide heute vorstellen. Und mir geht es ein bisschen darum, weil ich das Gefühl habe, die sind viel zu wenig bekannt. Und zu dem Begriff Modellprojekt möchte ich sagen, dass das Familienministerium auf Bundesebene immer nur Modellprojekte durchführt. Das heißt, Modellprojekt heißt, das wird finanziert üblicherweise für 2, 3, manchmal auch 4 Jahre. Dann ist das Modellprojekt beendet. Und dann soll üblicherweise eigentlich das von den Bundesländern weitergeführt werden. Das wird leider in der Regel nicht getan. Und so haben wir schon den Fallstrick bei diesen ganzen guten Sachen, dass sie leider nicht weitergeführt werden. Ja, ganz kurz zu mir. Denn ich muss noch erwähnen, dass Johanna Weber mein Künstlername ist und ich bin Sexarbeiterin. Viele denken, ich bin hauptberuflich politische Sprecherin. Nein, das mache ich im Ehrenamt. Und der Schwerpunkt meiner politischen Arbeit im Moment ist die Beseitigung von Missständen in unserer Branche. Und da passt natürlich das heutige Thema ganz wunderbar dazu. Und ich würde gerne mal meine liebe Kollegin Emma auch bitten, dass sie sich noch mal kurz vorstellt. Ja, moin. Mein Name ist Emma. Ich bin seit 2019 in der Sexarbeit tätig. Ich mache da größtenteils Haus- und Hotelbesuche. Ich studiere ansonsten und arbeite für den Berufsverband als politische Mitarbeiterin. Ich bin also unter anderem für dieses Projekt zuständig, gerade hauptsächlich für dieses Projekt zuständig, weil ich gerade mit der Uni viel beschäftigt bin. Das heißt, ihr habt alle eure Zugangsdaten von mir bekommen und normalerweise moderiere ich hier auch die Veranstaltung. Heute macht das allerdings Johanna. Und ich kümmere mich um eure Fragen und um die Moderation eurer Fragen. Das heißt, wenn ihr Fragen zu den Vorträgen habt, stellt die sehr gerne jederzeit im Chat. Und ich kümmere mich dann darum, dass die bei unseren Vortragenden landen. Ja, danke schön. Und wir fangen nämlich jetzt an mit dem ersten Projekt. Ich habe hier meinen Spickzettel, auf den muss ich leider ab und zu ein bisschen gucken, denn ich bin Profi-Moderatorin. Das Projekt vom Familienministerium fand statt vom November 2011 bis Mai 2015. Ist schon ein paar Tage her, aber die Ergebnisse sind durchaus immer noch aktuell. Es lief in 3 Städten. Und ich will das aber nicht erzählen, sondern ich habe dazu die Sozialwissenschaftlerin Elfriede Stephan hier als Gast. Und die war an der wissenschaftlichen Begleitung, sprich der Evaluation des Projekts, beteiligt. Und zu Frau Stephan gibt es noch zu sagen, sie war die stellvertretende Geschäftsführerin der SPI Forschungs GmbH und die beschäftigt sich seit über 30 Jahren mit Forschungs- und Evaluationsprojekten und auch sehr stark zum Thema Sexarbeit.
Ja, und sie hatte vor kurzem, haben wir zusammengesessen, über den Zoom heute gesprochen, und dann meinte sie, das wäre doch viel anschaulicher, wenn ich ihr einfach Fragen stelle und sie erzählen kann, als wenn sie jetzt auch noch eine großartige PowerPoint macht. Das würde die Sache doch ein bisschen auflockern. Ja, und so fangen wir auch an. Also, Frau Stefan, dieses Modellprojekt von damals, das lief ja in drei Städten. Wie war denn das aufgebaut? Vielen Dank, Johanna Weber, auch für die Einladung hier. Ich muss zunächst mal sagen, die Projekte liefen von 2009 bis 2014, also insgesamt 5 Jahre, für was für ein Modellprojekt ziemlich lang ist. Die Evaluation begann erst im Jahr 2011 und lief bis 2015. Also da hatten wir dann ein bisschen über den Projektlauf hinaus konnten wir dann berichten. Das Projekt war ja praktisch eine Reaktion auf die Evaluation des ProstG. Ne? Ihr erinnert euch, es gab ja vor dem Postschutzgesetz schon ein Gesetz, das einen großen Wirbel gemacht hat in der Bundesrepublik Deutschland, nämlich die Sittenwidrigkeit praktisch abgeschafft hat und Rechtsgeschäfte in der Prostitution sozusagen möglich gemacht hat, das ProstG. Und das wurde evaluiert. Das war nicht zu sehr, wurde nicht so sehr günstig eingeschätzt, was insbesondere was die Sicherheit und der Prostituierten angeht und die Arbeitsmöglichkeiten der Prostituierten angeht. Es wurde zum Beispiel kritisiert, dass zu wenige angestellt seien, was so irgendwie ein Ziel war. Und daraufhin hat eben das BMFFSJ gesagt, wir machen ein großes Modellprojekt, was praktisch den Ausstieg aus der Prostitution zum Thema hat. Und das wurde ausgeschrieben, wie das immer so ist. Und dann wurden im Prinzip drei Standorte bestimmt in Berlin. In Berlin wurde Viva beauftragt, speziell für Sexarbeitende Weiterbildungs- und Fortbildungsmaßnahmen zu entwickeln, beispielsweise zusammen mit Hydra. In Nürnberg war das Cassandra, die Beratung gemacht haben zum Umstieg und auch einen Treffpunkt für Sexarbeitende aufgemacht haben, ansonsten ja eine postierten Beratungsstelle sowieso sind. Und Freiburg-Kehl, da wurden praktisch mit Pink neue Projekte geschaffen. Also es waren zwei Projekte, die zusammengehören, die sich praktisch auch von Streetwork über Beratung auch um das Thema Ausstieg gekümmert haben. Beantwortet Ja, das jetzt deine Frage? die Frage, da war doch noch was, dass die versucht haben, drei unterschiedlich große Städte und Regionen zu Ja, kommen. genau. Also wir haben einmal die Metropole Das Berlin gibt Unterschiede. und die Europole in Nürnberg, ne? Also die Euroregion Nürnberg. Und wir haben praktisch eher die ländliche, grenzüberschreitende Region Freiburg-Kiel. Kiel liegt direkt an der Grenze zu Luxemburg. Genau. So unterschiedliche Situationen. Ja, die Projekte mussten dann ja erstmal aufgebaut werden und waren ja bei den Sexarbeiten erstmal auch gar nicht bekannt. Wie muss man sich das vorstellen? Wie kamen die denn eigentlich die Klientin dann in diese Projekte? Naja, das stimmt ja so ganz nicht. Also Hydra gibt es natürlich schon ganz lange und Cassandra gibt es auch schon lange. Also die beiden Projekte waren sehr wohl bekannt und die Diakonie in Freiburg und in Kehl hat auch schon länger in dem Bereich Sexarbeit Angebote gemacht, Beratungsangebote gemacht. Also es wurde sehr viel aufsuchende Arbeit tatsächlich gemacht. Das ist, glaube ich, die Mund-zu-Mund-Propaganda und die aufsuchende Arbeit war die größte Möglichkeit im Prinzip hier das Projekt auch bekannt zu machen. Und war das, richtete sich das an alle Geschlechter oder war das nur auf Frauen bezogen? Weil Hydra ist ja eine Beratungsstelle, die sich nur an Frauen und Transpersonen richtet, oder? Machen Sie das heute auch noch? Also ich weiß nicht, also inzwischen ist das ja relativ offen, aber wir haben hauptsächlich tatsächlich Frauen in der Klientel. Wir hatten auch ein paar Männer in Freiburg-Kehl, da erinnere ich mich. Aber es waren überhaupt hauptsächlich Frauen, die praktisch angesprochen wurden. Also Frauen, die in der Sexarbeit arbeiten.
Und was waren denn so die hauptsächlichen Gründe, warum die Leute aufhören wollten und wo brauchten die Unterstützung? Das ist ja erstmal eine ganz gute Frage. Warum braucht es denn überhaupt Projekte extra für Sexarbeitende? Also ich meine, es gibt ja Berufsberatungsangebote, es gibt Arbeitsagenturen, es gibt ein Hilfesystem in dem Bereich. Da könnte man doch eigentlich denken, na ja, da können das Sexarbeitende einfach auch hingehen. Aber die Erfahrung, das war auch vorher war, auch aus vielen anderen Studien, wir haben auch selbst was gemacht oder eben auch die Evaluation des ProstG hat gezeigt, da so einfach ist es nicht. Sie kommen da nicht an. Sie können also diese Stellen nicht so einfach aufsuchen. Und dann war im Prinzip das Ziel, mit diesem Angebot mal zu schauen, was sind denn diese Gründe? Also warum kommen denn die Personen? Welche Personen kommen dann in die Beratung? Und wie können diese Personen unterstützt werden? Deswegen auch dieses vielfältige Angebot von Bildungsangebot bis zur individuellen Beratung, ne? Das war sozusagen der Ausgangspunkt. Und warum wollen Sie aufhören? Erstmal muss man sagen, diese Einrichtung, wenn ich jetzt schon zu den Ergebnissen komme, wir haben dann geschlussfolgert, dass ungefähr für 10% der Sexarbeitenden eine Beratung im Zusammenhang eines Umstiegs erforderlich ist, nämlich solche, die praktisch Barrieren haben aus unterschiedlichen Gründen und diesen Umstieg nicht alleine schaffen, die dann aber wirklich Beratung brauchen. Das heißt, wir haben natürlich längst nicht alle Sexarbeitenden erreicht, war ja auch gar nicht intendiert. Es ging ja gar nicht darum, alle zu erreichen, sondern die, die einen Beratungsbedarf haben und Schwierigkeiten haben beim Umstieg. Und aussteigen wollten sie aus ganz unterschiedlichen Gründen. Also einige wollten wirklich tatsächlich diese Welt der Sexarbeit hinter sich lassen, aufgrund von schlechten Erfahrungen, aufgrund von geringem Verdienst, aufgrund von persönlichen Umständen. Und andere wollten eher ja, ein zweites Standbein haben. Also irgendwie, ne, also nochmal irgendwie besser kranken- und sozialversichert sein oder eben, ja, also einfach nochmal was anderes machen quasi, ja. Also das ist eine ganze Bandbreite von Gründen, warum man praktisch aus der Sexarbeit aussteigen wollte oder eben umsteigen wollte in einen anderen Beruf. Da muss ich nochmal nachhaken, denn Sie haben ja gesagt, dass diese Projekte sich natürlich nur an die Menschen richten, die auch Beratungsbedarf haben. Das ist Ja. logisch. Das heißt, Sie sagten, dass es 10% sind. Sind es dann 10% von denen, die umsteigen oder aussteigen wollten? Oder sind diese 10% von der Gesamtheit der Sexarbeit? Naja, wir haben ja praktisch nur regional die Zahlen gehabt. Wir können jetzt nicht sagen, wie viel insgesamt jetzt um- oder aussteigen wollen. Das können wir ja gar nicht sagen, weil wir die ja gar nicht erreicht haben. Also wir haben nur gesehen, wie viel Personen erreichen denn diese Projekte in diesen Regionen und wie viele davon haben einen intensiven Beratungsbedarf. Und das war jede Zehnte, also jede zehnte Sexarbeiterin war das ungefähr in den Regionen, könnte man irgendwie ausrechnen. Danach kann man ja praktisch als Kommune auch sowas wie einen Bedarf berechnen, ne? Wenn man weiß, ich muss einen Beratungsbedarf haben, ich muss hier was machen für jede zehnte Sexarbeiterin und habe eine Schätzung, eine einigermaßen korrekte Schätzung, wie viele Sexarbeitende es in meiner Kommune gibt, kann ich ja praktisch, könnte ich wie ein Kindergarten ja auch weiß, wie viele Kinder geboren ist, einfach sagen, okay, so viele Sexarbeitende haben wir hier, dann brauchen wir ein Beratungsangebot, das so und so groß ist. Aber es muss nicht eben für alle sein. Das ist ja auch beruhigend zu wissen. Das ist sehr beruhigend zu wissen und es ist auch gut zu wissen, dass man eigentlich diese Zahlen relativ gut errechnen könnte. Ja. Das heißt, von denen, die umsteigen oder aussteigen wollen, benötigen 10% tatsächlich diese intensive Begleitung und diesen Beratungsbedarf. Da möchte ich nochmal nachhaken. Das heißt, es gibt auch ganz viele, die sich gemeldet haben, die nur so eine ganz kurze Information brauchten oder Kleinigkeiten und die dann den Weg alleine gegangen sind. Oder wie Ganz war das? genau. Ja, ganz genau. Also die haben wir gar nicht
erfasst. Also wir haben dann insgesamt auch so eine Datensammlung gemacht über die Klientinnen, die natürlich mit dem Einverständnis der Klientin. Da sind dann irgendwie so knapp 260 Klienten und Klientinnen drin. Also gibt es auch Männer in dem Bereich und Transpersonen. Aber die anderen wurden so gar nicht erfasst, weil das Ziel dieses Modellprojektes war ja praktisch, diesen Bereich zu erkunden. Wie ist das mit dem Umstieg? Wie leicht ist der oder wie schwer ist der? Und was für Unterstützungsmaßnahmen braucht es denn im Bereich des Umstiegs? Kann man da was dazu sagen? Dieser langfristige Begleitung, wie erfolgreich ist das oder was braucht es dazu, damit das erfolgreich ist? Also zu einem haben wir festgestellt, und das hat mich wieder wirklich persönlich sehr, sehr beeindruckt, obwohl ich ja schon, wie Sie schon sagten, sehr lange in dem Bereich auch von der Forschungsseite und von der Projektseite her tätig war, wie stark doch die Stigmatisierung wirkt auf unterschiedlichen Ebenen. Also das ist einmal tatsächlich bei den Mitarbeitenden. Die haben gedacht, sie haben es jetzt verstanden. Ich mache jetzt ein offenes Angebot, mache die Türen auf, ne? Und schon ist es wie weggeblasen, das Ganze. Und ich kann sie eigentlich einreihen in ganz normale Einrichtungen. So, das war tatsächlich so eine Gedanke von Mitarbeiterinnen, von Jobcentern oder so, ne? Ich muss einfach sie selbst nicht stigmatisieren und dann funktioniert das alles. Es geht natürlich überhaupt gar nicht. Es ist völlig unmöglich, hat sich auch herausgestellt. Und das andere ist, dass die Personen, die umsteigen wollten, selber zum Teil gedacht haben, sie steigen aus und dann sind sie eigentlich die Person, die sie waren, bevor sie in der Sexarbeit waren. Dann ist dieses Doppelleben, wem sage ich was, wem sage ich nichts, also diese Geheimnistuerei, die ja viele tatsächlich haben, die ist dann praktisch gar nicht mehr da und die ist nicht mehr gültig. Und die waren dann zum Teil sehr getroffen und sehr frustriert, als sie gemerkt haben, nee, so ist es gar nicht. Die hatten teilweise Ängste immer noch, man sieht es ihnen an, ne? Wenn da Kollegen dann sehr viel über Sex geredet haben, zum Beispiel auf ihrer jetzt normalen Arbeitsstelle, haben sie gedacht, das tun die, weil sie ihr ansehen, dass sie Sexarbeiterin war früher. Ja, so, solche Sachen. Oder sie an der Bushaltestelle stehen und wie ein Backflash irgendwie eine Szene sehen und Angst haben. Bis hin, dass es tatsächlich passiert ist, dass Einzelne praktisch in ihrem neuen Job dann auf ehemalige Freier gestoßen sind, auch noch die mit Kindern arbeiten wollten und dann irgendwie geoutet wurden. Also ganz böse dann wirklich Erfahrungen gemacht haben, die ganz schlecht sind. Also auch die Erfahrungen bei den Ämtern waren übrigens nicht immer positiv, ne? Das war zum Teil auch ziemlich schwierig. Ja, danke für die schöne Geschichte. Die hatten Sie mir ja schon im Vorwege, als wir darüber gesprochen haben, erzählt. Und ich hätte Sie auch gebeten, die jetzt nochmal zu erzählen. Gerade die Sache mit der Bushaltestelle fand ich ganz beeindruckend. Das habe ich auch von einer Kollegin gehört, dass sie das Gefühl hatte, sie wird jetzt angeguckt, weil sie Prostituierte oder Sexarbeiterin ist. Und das ist Das eigentlich nicht. geht bis hin dahin, dass einige Frauen sich Gedanken gemacht haben, was sie anziehen. Dass sie jetzt nicht mehr kein Make-up mehr tragen dürfen, dass sie jetzt keine hohen Schuhe mehr anziehen können, weil dann sieht man ja praktisch, was sie früher gemacht haben. Ja, also es war schon wirklich irre und das hat einige wirklich eiskalt erwischt und auch zu vielen Schwierigkeiten geführt, natürlich. Das kann man sich ja vorstellen, dass es total runterzieht. Man denkt, ja. Also ich lasse jetzt da was hinter mir, was ich hinter mir lassen würde, gerne würde, und es funktioniert gar nicht. Was waren das für Teilnehmende, die da mitgemacht haben? Und waren das hauptsächlich deutschsprachige oder ging das auch in anderen Sprachen? Waren das nur Leute, die in Deutschland sozialisiert sind? Oder wie hoch ist der Migrantinnenanteil gewesen? Der Migrantinnenanteil war relativ hoch. Das kann ich jetzt aus dem Kopf gar nicht sagen in Prozent. Aber wir hatten ja auch Bulgarisch dabei und Tschechisch dabei. Wir haben auch in anderen Sprachen Interviews gemacht tatsächlich. Wir haben ja ein Teil der Frauen, gar nicht viele, aber 29 Sexarbeitende begleitet und sie mindestens zweimal interviewt zu unterschiedlichen Zeitpunkten im Beratungsverlauf.
auch um zu sehen, was sich verändert zwischendurch und wo die Reise hingeht für sie. Das war so. Und da haben wir praktisch ja alles, was wir hatten an Sprachen, haben wir ihm eingesetzt. Können Sie nochmal, das finde ich ganz interessant, weil ich habe nämlich, damals war ich zugegen, als Sie das, die Evaluation vorgestellt haben im Familienministerium. Damals habe ich schon gesagt, dass Sie alle Leute zweimal interviewt haben in einem gewissen Abstand und Sie haben das auch wunderbar erklärt. Fand ich ganz beeindruckend und ziemlich wichtig. Und wenn Sie das nochmal hier vielleicht für alle erklären können, warum macht man das mit den zweimal Interviews? Naja, so ein Interview ist ja praktisch eine Momentaufnahme im Leben und natürlich hängt es davon ab. Ist mir die Interviewerin beispielsweise sympathisch? Ja, gebe ich jetzt irgendwie, wie geht's mir dann an dem Tag selbst? Also, wie bin ich denn so drauf? Was ist gerade um drumherum um mich wichtig? Und das kann wichtig für mich. Das kann natürlich sich stark verändern. Insofern ist es immer interessant, Personen über einen längeren Zeitraum zu begleiten und sie mehrmals zu befragen. Weil dann hat man sie in unterschiedlichen, man kann einige Dinge aufeinander beziehen und man sieht im Prinzip so eine, was wie so eine Entwicklung oder genau, also Sachen, die verstärken sich, vertiefen sich, andere sehen dann ganz anders aus beim zweiten Mal. Das war ganz spannend. Und einige, die sehr intensiv Unterstützung gebraucht haben, zum Beispiel auch diese Frau, die dann geoutet wurde in ihrem neuen Job, da war es eben für uns auch interessant zu sehen, wie muss denn so ein wie hoch ist denn dieser Beratungsbedarf, ja? Und da haben wir schon gesehen, dass der sehr unterschiedlich ist, dass er zum Teil aber sehr hoch ist, dass es eher eine Begleitung ist, also eine längere Begleitung ist, dass man da mitgehen muss, dass man praktisch im Prinzip nicht im wörtlichen Sinne mitgehen, sondern diese Lebensphase mitmachen muss, dass man da praktisch dabei sein muss, eine Beratungs Verhältnis auch aufbauen muss. In der Evaluation tauchte immer wieder das Wort Brücken bauen auf. Wie muss man sich das vorstellen? Mussten diese Leute, was war, gab es diese Bedingung, dass die sofort mit der Sexarbeit aufhören mussten? Oder gab es so eine Möglichkeit, erstmal so ganz langsam aus oder umzusteigen? Wie war das? Das gab es natürlich, schon in dem Modellprojekt sowieso. Also man musste nicht ausgestiegen sein, um jetzt in der Beratung teilzunehmen oder so. Man konnte im Prinzip weiterarbeiten und wurde dabei auch beraten und unterstützt, wenn man das gewollt hat, ne? Und das Brückenbauen bezieht sich zum einen tatsächlich auf die Angebotsseite, dass von der Angebotsseite her hier eine Brücke gebaut werden muss und man verstehen muss, wie diese Prozesse ablaufen, wie schwierig das ist, aus dieser Stigmatisierung auch rauszukommen. Und auf der anderen Seite aber auch, das haben einige auch so ausgedrückt. Sie haben immer von der anderen Welt gesprochen, von der bürgerlichen Welt, von dem Übergang in diese bürgerliche Welt. Das war immer das andere. Das waren immer die anderen. Das war nicht immer so, wie sie sich das vorgestellt haben am Ende. Aber das war praktisch für die auch ein wahnsinniger Schritt. Also diese Brücke ist von zwei Seiten zu betreten. Und man kann sich in der Mitte treffen und dann kann man praktisch gemeinsam sehen, ob man auf die eine oder die andere Seite geht. Dann habe ich jetzt meine letzte Frage, nee, die zweitletzte Frage. Ich würde gerne wissen, gab es auch sowas wie Abhängigkeitsstrukturen bei den Teilnehmenden, die erstmal so aufgelöst werden mussten? Oder waren die alle selbst überzeugt und sind dann dahin gekommen, haben gesagt, ich will jetzt aufhören? Sprechen Sie da Abhängigkeitsstrukturen im Sinne von in Zwangssituationen an in der Sexarbeit oder was für Abhängigkeitsstrukturen? Ich meine, ja, sei es der Ehemann oder was auch immer, der halt sagt, nee, ich will gar nicht, dass du aufhörst, weil du verdienst ja viel mehr Geld, wenn du in der Sexarbeit tätig bist und sowas. Also musste da auch unterstützt werden bei solchen Sachen. Oder kam das gar nicht vor? Also die Frauen und die wenigen Männer, die da jetzt waren, waren alle aus eigenem Anlass da. Es gab sowas wie Push- und Pull-Faktoren gab es natürlich schon. Also ein Faktor, der ziemlich gezogen hat, ein Teil
hat es echt schwer. Sie wollten eigentlich was anderes machen, sie wollten umsteigen, aber sie haben im Prinzip an der familienähnlichen Struktur in der Sexarbeit gehangen, in der sie da gearbeitet haben, zum Teil. Und sie waren da so eingebettet. Und so, es war schwer für die, also einfach diese Szene zu verlassen. Und für andere war es im Prinzip eigentlich nicht gut. Sie kam, also haben aus, sich aus sehr unguten Verhältnissen eigentlich befreien wollen. Aber es war schwer, praktisch in dieser bürgerlichen Welt anzukommen, weil sie ganz andere Vorstellungen davon hatten und dann erst im Prinzip Schwierigkeiten mit ihren sozialen Kontakten bekommen haben. Vorher haben sie praktisch irgendwie so ein Doppelleben geführt und auf einmal flog irgendwas auf oder es war eben auch nicht mehr genug Geld da und so, und schon haben sich die Verhältnisse massiv geändert. Das ist alles nicht so einfach, aber das ist es wahrscheinlich in anderen Verhältnissen auch nicht. Ja, dann habe ich jetzt meine letzte Frage ist, Sie haben das ja auch ein bisschen verfolgt. Wie ging dann das weiter nach dem Modellprojekt? Wurden diese Projekte dann in irgendeiner Art weitergeführt oder was ist da passiert? Also Pink hat, es ist so, also eine Bedingung zur Teilnahme an diesen Modellprojekten war, dass die Länder einen Teil von Anfang an mitfinanzieren. Das ist überhaupt eine gute Idee, wenn man ein Modellprojekt macht vom Bund. Dann hat man da schon mal sozusagen jemanden mit drin, ne? Und das ist dann, wenn die schon 50% zahlen, ist es dann wahrscheinlicher, dass sie vielleicht dann noch mehr übernehmen, als wenn sie gar nicht zahlen müssten und dann irgendwas übernehmen sollen. Das war schon von Anfang an die Bedingung. Und Pink, da war ich irgendwie, aber das war schon vor Corona, da hatten die irgendwie, ich weiß ich nicht, das wievielte 15. Jubiläum oder so. Also die haben sich sehr schön entwickelt und existieren weiterhin. Die hatten Goldnetz hier drin mit diesen speziellen Angeboten, Bildungsangeboten für Sexarbeitende. Die sind nicht weiter finanziert worden. Das war aber auch richtig, weil sich das in der Modellphase gezeigt hat, dass das überhaupt keinen Sinn macht. So spezielle Angebote für Sexarbeitende zu machen, macht keinen Sinn. Dazu sind sie einfach viel zu differenziert und viel zu verschieden. Da ist es eben besser, sie individuell zu stärken und zu begleiten und dann eben das richtige Angebot für sie auch zu finden und zu suchen, als ein spezielles Angebot vorzuhalten. Und Hydra gibt es, und Cassandra sehe ich ja hier, sehe jemand von Cassandra, gibt es natürlich nach wie vor. Also die waren jetzt vorher schon existent mit ihrer guten Arbeit und sind ja auch nach wie vor da, ja. Also. Ja, danke. Ich habe da jetzt nur so halb reingeguckt in den Chat. Emma, sind da Fragen direkt jetzt gekommen? Dann würde ich sagen, wir machen ganz kurz und dann gehen wir gleich weiter zum nächsten Projekt. Ja, genau. Es sind einmal noch die Anmerkung hier gerade gekommen bei Pink Freiburg, 10-jähriges Jubiläum. 18. Ja, Entschuldigung. Ist ja auch schon wieder 5 Jahre her, glaube ich jetzt. Und hier kam die Frage rein. Mich würde interessieren, ob es in den Projekten Möglichkeit der Unterkunft gab, slash gibt, also Ratsuchende kurzfristig und niederschwellig unterzubringen. Was gab es da für Erfahrungen? Also das war jetzt kein Unterbringungs-, also diese Projekte zum Beratung im Bereich Umstieg oder Ausstieg waren keine Unterbringungsprojekte. Also das musste dann anderweitig gelöst werden in den jeweiligen Projekten und jeweiligen Hilfestrukturen. Okay, das war auch die einzig direkte Frage, die dann aufkam. Dann können wir direkt übergehen zum nächsten Redebeitrag. Ja, vielen Dank. Ja, es kommen ja im Anschluss vielleicht noch was, wo wir wieder zurückblicken müssen. Wir kommen jetzt zum zweiten Projekt, wobei das zweite Projekt stimmt eigentlich nicht ganz. Also es ist ein neues Modellprojekt vom Familienministerium, was seit August 2021, ich hoffe, ja, jetzt wird schon genickt von der Lisa Klein. Seit August 2021 läuft das. Es sind fünf Städte. Es geht auch da um den Umstieg aus der Prostitution und es sind da
fünf unterschiedliche Projekte, wo eben geguckt werden soll, welcher Ansatz kann gut sein, welcher Ansatz passt wo vielleicht. Und eins von diesen Projekten ist Diva Saar, wie der Name schon sagt, aus dem Saarland. Und wir haben jetzt hier von diesem Projekt zwei Damen zu Gast, die sitzen da auch nebeneinander. Das finde ich ganz teamfähig. Und zwar ist das einmal die Lisa Klein. Die ist Sozialarbeiterin und Ansprechperson für dieses Projekt von der Beratungsstelle Aldona. Und die Sabine Kost ist Diplompädagogin und ist Ansprechperson für das Projekt von der Diakonie. Und diese beiden Organisationen, Aldona und Diakonie, machen das Projekt zusammen. Und ich übergebe jetzt mal an die beiden, wie mir gesagt wurde, haben die nämlich eine PowerPoint-Präsentation vorbereitet. Genau. Erstmal vielen lieben Dank für Ja. die Einladung. Wir Ja. freuen uns, dass wir dabei sein dürfen. Und ich würde jetzt gerade mal meinen Bildschirm freigeben. Ja. So. Kann man das so sehen? Ja. Ja, wunderbar. Ja, gut. Genau, dann fangen wir direkt an. Ich hoffe, wir bleiben in den 20 Minuten, aber die Emma gibt uns ja ein Zeichen, falls nicht. Die Johanna hat ja jetzt schon einiges zu unserem Projekt gesagt und uns auch schon vorgestellt. Also wie gesagt, unser Bundesmodellprojekt wird eben für 3 Jahre gefördert. Wir sind jetzt ja, schon recht weit vorangeschritten. Es läuft noch bis nächstes Jahr. Das Ganze wird auch nochmal wissenschaftlich begleitet. Also alle 5 Projekte werden begleitet und dann auch miteinander verglichen. Da sage ich am Schluss nochmal kurz was dazu. Ja, und wie die Johanna schon gesagt hat, wir haben ein Kooperationsprojekt, also die Diva-Saar ist ein Kooperationsprojekt zwischen Aldona, der Beratungsstelle für Prostituierte im Saarland und der Diakonie. Wir haben 2 Projektstandorte, beide in Saarbrücken. Also wir sitzen gerade im Haus der Diakonie und unweit von hier ist das Büro von Aldona, also es ist alles sehr zentral. Das Projekt hat 2 Vollzeitstellen, also wir beide, Sabine und ich. Und ja, die Teilnehmerinnenakquise läuft hauptsächlich über die aufsuchende Arbeit, die wir von Aldona sehr regelmäßig im ganzen Saarland machen. Wir haben natürlich, also Aldona war ursprünglich ein Ausstiegsprojekt von Prostituierten, wurde im neun Jahr 1990 gegründet. Also wir bieten schon immer Um- und Ausstiegshilfe an. Und darüber haben wir eben auch einige Frauen, die dann direkt mit ins Projekt eingestiegen sind, als es begonnen hat. Und ja, natürlich bauen wir uns jetzt auch mit Diva hier ein Netzwerk auf, worüber wir dann auch Teilnehmerinnen bekommen. Genau, Ziele sind natürlich berufliche und persönliche Umorientierung der Teilnehmerinnen. Dann auch ein großer Punkt ist die Stärkung von sozialen Lebenskompetenzen und halt die generelle Förderung von Chancengleichheit und gesellschaftlicher Teilhabe, also auch der Abbau von gesellschaftlicher Stigmatisierung gegenüber Sexarbeitenden. Die Bedingungen bei uns im Projekt, also es soll eine freiwillige und selbstbestimmte Teilnahme sein mit einem akzeptierenden und niedrigschwelligen Ansatz. Also das heißt, bei uns ist keine Voraussetzung, dass die Sexarbeit komplett aufgegeben wird, um bei uns im Projekt mitzumachen. Wir schauen uns wirklich an, was sind die Vorstellungen und Wünsche der Frauen, wo soll es hingehen, wo stehen sie und mit dem arbeiten wir dann eben. Unser Projekt ist modular angelegt, das heißt, wir schauen immer, welche Bedarfe gibt es, welche Ressourcen gibt es. Und danach richtet sich eben auch unser Beratungsangebot, ja, was auch kostenlos und vertraulich natürlich ist. Genau, dann kurz zum Projektaufbau und unsere Angebote. Grundsätzlich hat unser Projekt so 2 Säulen. Also wir machen psychosoziale Beratung, also eher Sozialberatung bei Aldona hauptsächlich und eben die berufliche Beratung wird eben von der Diakonie mit der langjährigen Expertise gemacht. Und die Voraussetzung ist immer, wie schon gesagt, wir führen meistens mit neuen Frauen ein Erstgespräch und schauen, was ist überhaupt zu machen, wo gibt es Problematiken, wie groß ist der Bedarf überhaupt an Begleitung. Und dann gibt es eben verschiedene Angebote in diesen beiden Säulen, die
genutzt werden können. Also ich lese jetzt nicht alles vor, man kann das ja sehen. Also die Sozialberatung ist hauptsächlich dafür da, um zu schauen, welche Probleme könnten potenziell eine Umorientierung irgendwie hemmen oder verlangsamen. Und wie kann man das Ganze bearbeiten? Also das sind dann Themen natürlich Existenzsicherung, Schulden und die Wohnsituation und sowas. Ja, wir vermitteln auch zu Angeboten entsprechenden und begleiten auch die Klientinnen zu bei Erledigungen und so weiter. Und wir haben eben auch ein freizeitpädagogisches Angebot mit im Projekt, das nennt sich Diva-Café. Das findet regelmäßig statt mit den Teilnehmerinnen und auch mit Interessierten. Genau, und dann eben bei der Diakonie die berufliche Beratung, ja, wo es dann hauptsächlich um die Realisierung von ja, den beruflichen Wünschen geht oder manchmal geht es auch erstmal um Qualifizierung, um Sprachförderung oder ja, so generelle Sachen. Viele Frauen haben ja auch noch gar nicht in einem Beschäftigungsverhältnis, also in einem Angestelltenverhältnis gearbeitet. Da geht es dann auch mal darum, dass man bespricht, wie läuft das überhaupt in so einem Beschäftigten, also im Angestelltenverhältnis, wenn man nicht selbstständig ist und so solche Sachen. Genau. Ja, das zum Aufbau. Genau. Dann ein Blick in die Beratung hatten wir ja eben auch schon angesprochen, Motive zum Umstieg. Das, was unsere Teilnehmerinnen uns so häufig zurückmelden, war erstmal Corona. Also als wir das Projekt ins Leben gerufen haben, war ja auch noch Corona quasi Zeit. Und es hat sich schon während den Lockdowns, als halt das Arbeiten der Sexarbeit verboten war, haben sich schon einige Frauen, also haben das zum Anlass genommen, um zu sagen, ich brauche jetzt eine Alternative, eine berufliche. Viele sind danach wieder zurück, als es wieder erlaubt war in die Sexarbeit, aber einige haben dann auch gesagt, nee, ich habe jetzt was Neues gefunden oder bin auf dem Weg dabei und das möchte ich weiterhin verfolgen. Also das war ein häufiger Grund. Dann natürlich Verdienstrückgang, allgemein Stigmatisierung. Viele sagen uns, dass sie sich schämen oder Familiengründung spielt bei einigen auch eine Rolle, weshalb sie sich dann irgendwie umorientieren wollen. Und wir haben einige Frauen, die so gesundheitliche oder altersbedingte Gründe genannt haben, weshalb sie ja, den Beruf hinter sich lassen möchten. Genau. Hatten wir auch schon angesprochen, also der Beratungsbedarf ist wirklich sehr individuell. Es gibt Frauen, die kommen für ein, zwei Termine zu uns, weil sie vielleicht Hilfe brauchen bei einer Bewerbung schreiben. Aber es gibt natürlich auch Frauen, die brauchen eine sehr, sehr umfangreiche Betreuung in verschiedenen Themengebieten. Und ja, häufig wird der Umstieg dann eben als sehr langfristiger Prozess auch betrachtet, in dem auch Rückschritte völlig normal und auch in Ordnung Das für uns muss man sind. auch sagen, ja. Genau. Ja, der Fokus der Beratung liegt ganz oft erstmal gar nicht auf beruflichen Themen, stellen wir so fest. Also oft ist es so, wenn die Frauen zu uns kommen, dass erstmal andere Problematiken, wie haben sich jetzt Schulden angehäuft, weil ich halt in der letzten Zeit nicht mehr so viel verdient habe in der Sexarbeit. Und dann geht es oft erstmal darum zu schauen, wie kann man diese Problematiken abbauen, um überhaupt auch mal einen Kopf frei zu bekommen, sich auf berufliche Umorientierung oder Qualifizierung zu konzentrieren, weil das eben ja auch sehr viele Ressourcen abverlangt von den Frauen. Ja, das Thema Existenzsicherung, also wie kann ich meinen Lebensunterhalt während der Zeit des Umstiegs überhaupt realisieren, ist immer ein sehr zentrales Element, um überhaupt einen Weg oder den Weg des Umstiegs zu starten. Da kommt es halt immer drauf an, sind das Frauen, die weiterhin in der Freundinnen. Sexarbeit arbeiten möchten und so eben auch ihren Lebensunterhalt sichern? Oder sind es Frauen, die sagen, ich will jetzt sofort aufhören, aber dann muss ich natürlich eine alternative Verdienstmöglichkeit haben? Sind das Frauen, die Anspruch auf Sozialleistungen haben? All das ist halt eben ein ganz zentrales ja, Element, was ganz am Anfang halt geklärt werden muss auch. Genau, und wie gesagt, ich habe es schon angesprochen, unser Diva-Café findet regelmäßig statt, wird auch immer gut besucht und dient auch einfach mal als
ja, Abwechslung zum Alltag und auch die Möglichkeit für die Frauen, also für die Teilnehmerinnen, auch für Interessierte, sich einfach mal untereinander zu tauschen. Vielleicht ganz kurz Ja. zu dem Diva-Café nochmal zu sagen. Wir machen das dann so, dass wir da Kreativangebote machen. Yoga haben wir im Angebot gehabt zum Beispiel. Und im Grunde genommen, also das findet auch statt in einer sehr schönen, nennt sich Wandelhalle. Und das ist auch einfach sehr schön, also einfach dort zu sein. Und einfach so als Wertschätzung war uns das auch wichtig, dass wir das einfach als Ort haben, wo einfach mal so, wie soll ich sagen, ganz raus aus dem Leben mal irgendwie Ja, alles läuft, so, ja. genau. Genau, wir haben seit Projektbeginn 35 Teilnehmerinnen mit im Projekt, die wir betreut haben oder noch betreuen. Nicht alle davon sind noch im Projekt. Aktuell oder bisher wurden 17 dieser Teilnehmerinnen über das Projekt in eine Beschäftigung vermittelt und oder nach ihrer Beschäftigungsaufnahme begleitet, was auch oft sehr wichtig ist, dass die Begleitung danach auch nicht endet. Bisher waren so häufige Arbeitsbereiche, in die wir vermittelt haben, so Gastronomie, Reinigung, Einzelhandel, pflegerischer Bereich bringt ja sehr viel, sage ich mal, Potenzial mit, auch für die Zielgruppe. Viele haben eben auch gar keine, also keine Berührungsängste und dort werden halt auch sehr viele Leute immer gesucht. Das Also das ist passt. ein Bereich, der sehr häufig so bedient wird. Und wir hatten jetzt gerade aktuell auch eine Frau, die in der Tourismusanimation, so haben wir es jetzt mal genannt, tätig ist. Und dann haben wir auch einige Frauen in Qualifizierungsangebote vermittelt. Das Also das heißt, sind noch dabei, ja, ja. die sind noch dabei. Lehrgänge in der häuslichen Betreuung und auch als zur Pflegehelferin, also auch nochmal dieser Bereich. Und wir vermitteln auch in Sprach- und Integrationskurse. Ich habe hier noch zwei Schaubilder mitgebracht, um mal einen Eindruck zu bekommen über so die Herkunftsländer. Also Rumänien, Bulgarien ist ja, ganz weit haben wir viele Frauen. Wir haben auch vier deutsche Frauen mit im Projekt. Und ja, den Rest sieht man ja zur Altersverteilung. Die jüngste Teilnehmerin bei uns ist 22 Jahre alt und die älteste, ich glaube, 63. Ja, also generell kann ich schon sagen, aus meiner Erfahrung von der Beratungsstelle für Prostituierte bei Aldona, dass die Diva-Teilnehmerinnen ja, durchschnittlich schon etwas älter sind als die Frauen, die in die Beratung. Genau, häufige Themen, ich habe es jetzt auch schon ein paar Mal angesprochen, ist halt bei mir in der Beratung die Existenzsicherung. Da geht es insbesondere um Jobcenterleistungen wirken und dann auch bei der Mitwirkung unterstützen. Wie kann ich Schulden regulieren? Welche Möglichkeiten habe ich? Oder generell Umgang mit Finanzen wird sehr häufig besprochen. Wohnsituation ist ein sehr großes und auch sehr schwieriges Thema Schwierig, ja. in vielen Städten, insbesondere auch hier in Saarbrücken, was uns vor sehr große Herausforderungen stellt. Und Kontaktpflege ist auch ein sehr wichtiger Punkt. Also ja, einfach auch mal das Bedürfnis, sich ja auch mal abseits von Beratungsthemen zu unterhalten. Wir sind auch ganz oft die einzigen Personen im sozialen Umfeld der Teilnehmerinnen, die überhaupt so die ganze Lebensgeschichte kennen. Und ja, genau. Und in der beruflichen Beratung ist es halt insbesondere dieses Einzelcoaching, ne? Also das ist alles immer sehr individuell. Und ja, da geht es dann oft um Bewerbungstraining, wie schreibe ich einen Lebenslauf? Ja, Die um die, Schwierigkeit dabei genau, die auch, ne? Schwierigkeiten dabei und ja, dann halt auch um die Suche nach Stellenvermittlung und so weiter und auch die Vorbereitung für Vorstellungsgespräche, ne? Und Sabine begleitet auch häufig Wenn Frauen. nötig, ja. Und dann eben auch die Stabilisierungsberatung, also sowohl vor, während als auch nach der Beschäftigungsaufnahme ist immer ganz zentral. Und man muss natürlich auch schon sagen, also diese ganzen Vermittlungen, die wir da genannt haben, das ist natürlich nicht durchgehend, ne? Da gibt es auch viele Abbrüche nach, Ja. ne? Das muss man halt auch sagen.
Das oft so nach, dass ich 2 Monaten oder so, hat sich manchmal manches auch dann wieder abgebrochen dann auch. Aber auch da ist es wichtig, dann nochmal dran zu bleiben, das Ja. aufzugreifen Und nochmal und zu motivieren zu auch, ne? schauen, ja, Trotzdem auch dran zu das, bleiben, auch genau. bei solchen negativen Erfahrungen Ja, dann. genau. Und wie Lisa ja gesagt hat, es gibt immer auch Rückschritte und das gehört einfach dazu. Das ist ganz Ja. wichtig, so, dass man das so sieht. Genau, nochmal so eine Übersicht über die Herausforderungen, die wir jetzt so bisher hatten. Also oftmals ist es sehr schwierig, überhaupt langfristige und ja, nachhaltige Lebens- und Arbeitsperspektiven zu schaffen, beziehungsweise ist es oftmals ein sehr langer Prozess. Also wir haben jetzt Frauen, die sind von Anfang an dabei im Projekt, also jetzt schon über 2 Jahre, und wir sind immer noch mittendrin im Prozess. Also es ist wirklich, nimmt bei vielen sehr viel Zeit in Anspruch aus sehr unterschiedlichen Gründen. Dann, wie ich schon gesagt habe, Wohnraumsuche, also bezahlbarer Wohnraum insbesondere, ist ein sehr großes Problem. Und wir haben nicht die Möglichkeit im Projekt mit einer Wohnung, wie jetzt Übergangswohnung. beispielsweise, genau, Übergangswohnungen in anderen Projekten. Ich glaube, in 2 von den aktuell Zwei. laufenden Projekten gibt es diese Möglichkeit. Ja. Das haben wir leider nicht. Genau, dann weitere Herausforderung ist die Existenzsicherung, wenn kein Anspruch auf Leistungen besteht, dann müssen wir immer schauen, okay, wie lässt sich denn dieser Anspruch herstellen und vor allem in welcher Zeit. Wir haben im Projekt dafür extra Überbrückungshilfen eingerichtet, um eben die ersten Zeiträume bei einem fehlenden Leistungsanspruch wenigstens finanziell zu überbrücken. Ein bisschen, Ein bisschen, ja. nicht viel, ja. Genau. Dann die Gestaltung des Lebenslaufes auch immer Ja, aufgrund der Stigmatisierung genau. stellt sich natürlich ganz oft die Frage, was schreiben wir denn da rein? Ja. Also es gibt tatsächlich Frauen, die haben sich schon auch bereit erklärt, es eben genauso wie es ist Also, reinzuschreiben. ja, so. Aber bei vielen ja, muss man dann halt kreativ werden. Umschreiben, ja. Genau. Ein weiterer großer Punkt ist die Verschuldung durch Beitragsrückstände der Krankenversicherung. Also wenn es Das darum geht, hier in Angestelltenverhältnis zu kommen, spätestens dann, wenn vorher noch keine Krankenversicherung da war, brauchen die Frauen eine. Und dann kommt es oft vor, dass wenn sie schon länger da sind, die Krankenkassen dürfen dann 4 Jahre rückwirkend die Beiträge einfordern. Und dann entstehen schnell mal, ich hatte eine Frau mit 30.000 Euro Schulden. Und dann ist das auch, kann ein Grund sein, weshalb sich Personen dann gegen einen Umstieg entscheiden. Also das ist ein großes Problem, Ja. ne? Und was für uns auch eine Herausforderung natürlich ist, ist die Verstetigung des Projektes nach Ende des Förderungszeitraums. Also geht ja noch bis nächstes Jahr. Und bis, also aktuell gibt es da noch keine Aussicht, dass das Projekt so, wie es jetzt ist, als DIVA SA, als Kooperationsprojekt weiter finanziert wird. Ja, hier sind noch einige Daten. Ich glaube, wir sind fast auch am Ende unserer Zeit zur wissenschaftlichen Begleitung. Also die wird von Intervall GmbH durchgeführt. Mit dem Ziel der Weiterentwicklung eines Leitfadens zur Um- und Ausstiegsberatung für die sozialarbeiterische Praxis. Wir haben unter den Modellprojekten ein einheitliches Dokumentationssystem. Wir hatten schon telefonische Interviews Ja, zweimal, glaube ich, zweimal mindestens. und auch persönlich. Wir Persönlich hatten dreimal. das Projektteam auch vor 2 Wochen hier zu Besuch im Saarland. Ja. Und da gab es eben auch noch mal ein Interview mit uns gemeinsam als Beraterinnen und auch mit 10 unserer Projektteilnehmerinnen. Genau, es wird Online- und Präsenzworkshops geben und für nächstes Jahr ist eine Fachtagung geplant, was zur wissenschaftlichen Begleitung. Ja. Das war's Ja, von uns das. erstmal. Ja. Vielen Dank. Die Frage, die als erstes reinkam, war, ob das DIVA-Projekt sich nur an Frauen richtet, oder ob Menschen, die sich einem anderen Geschlecht zuordnen, auch Teil des Projekts sind, unterstützt werden. Ja, die Frage hatten wir anfangs ja auch schon gehabt, Genau, ja. also Ja. in unserer Konzeption haben wir die Zielgruppe an die Zielgruppe von Aldona angepasst und das sind Frauen oder Menschen, die sich als weiblich identifizieren. Und
Dementsprechend haben wir die Zielgruppe auch so angepasst. Wir haben uns aber auch im Laufe jetzt der Projektlaufzeit damit beschäftigt und wir sind auch generell für alle Personen offen. Allerdings, also wir haben auch gar nicht unbedingt so die Kontakte jetzt zum Beispiel im Bereich der männlichen Sexarbeit jetzt als um als ein Beispiel zu nennen, aber prinzipiell sind wir da schon offen. Ja. Okay, also ihr hattet bisher noch keinen Kontakt zu männlichen Sexarbeitenden, wärt aber offen dafür, die auch okay, zu Genau. beraten. Ja. Ihr habt auch direkt noch in dem Chat, einfach nur um das den anderen, falls ihr den Chat nicht mitlest, die Zuhörenden, kommt ja sehr darauf an, wie Menschen zuhören. Manche hören lieber zu, manche lesen zwischendurch gerne auch im Chat. Hier kam auch direkt die Anmerkung, dass in Bremen, Bremerhaven sich grundsätzlich an alle Gender gerichtet wird. Aktuell wären es zwei diverse Personen in der Beratung insgesamt. Jetzt habe ich weggescrollt. Insgesamt sei der Zugang zu diversen und männlichen SexarbeiterInnen aber deutlich schwieriger. Genau. Es gibt, ich würde da gerne noch ergänzen, ich habe den Namen vergessen, vielleicht kann Johanna da aushelfen, aber es gibt auch Beratungsstellen, die sich explizit an männliche SexarbeiterInnen wenden. Wie heißen die denn nochmal? Jedenfalls hier in Berlin. Ja, es gibt natürlich auch, es geht ja um dieses Modellprojekt und da. Ich meine, wir haben ja Manuel Hirschmann unter uns. Genau. Den könnte man, wenn man ihn denn mal, wenn man das Mikro anmachte, könnte der wahrscheinlich da ganz explizit Auskunft geben. Wenn Manuel Hirschmann das möchte, Also, gerne einmal einen Daumen hoch, dann würde ich die ich Person. würde vorschlagen, Ja, okay, ich cool, sage. dann gerne. Schieß los. Ja, genau. Also ich kann, genau, danke, Elfriede, Stefan. Es ist so, ich war bis vor kurzem bei der AIDS-Hilfe Essen beschäftigt und wir sind mit dem Projekt Nacht oder die AIDS-Hilfe Essen mit dem Projekt Nachtfalke, genau, ist eben eine Beratungsstelle für Männer in der Sexarbeit und es gibt noch ungefähr 8, 9 weitere in Deutschland. Die sind auch alle zu finden auf der Seite des AKSDs, aksd.eu. Da sind zumindestens die, die da zusammengeschlossen sind, die sich also recht explizit an Männer in der Sexarbeit richten, sind auf der Website gelistet. Mir ist aber jetzt nicht bekannt, dass eines dieser Projekte in ein Umstiegsprojekt involviert ist. Weil gerade haben wir ja über berufliche oder Projekte der beruflichen Neuorientierung gesprochen und nach meinem Kenntnisstand ist da keines der Projekte drin involviert. Okay, vielen Dank. Immer wieder spannend, was man hier noch lernt. Ich habe gerade mal kurz direkt den Link rausgesucht und in den Chat geteilt. Ich würde kurz, ich habe selber noch zwei Fragen und zwar, wenn die Kollegin Nadine Freiherr Es hat sich aufgehängt, oder? Geht das nur mir so? Die Verbindung ist weg, okay. Dann würde ich einfach Moment. weitermachen mit der nächsten Frage aus dem Chat, in der Hoffnung, dass sich das Internet gleich wieder berappelt. In welche Tätigkeiten wird denn vermittelt? Handel und Pflege sind bereits erwähnt worden. Gastronomie war auch erwähnt worden. Was sind sonst so die Bereiche? Und habt ihr da spezielle Kontakte oder hat sich das einfach so ergeben mit den Vermittlungen? Ich meine, wesentlich ist ja immer die Voraussetzung auch, die die Frauen mitbringen. Und wir haben ja sehr viele aus dem Bereich Osteuropa. Und auch mit so gut, also die meisten haben da keinen Schulabschluss. Und wir haben auch sogar zwei, drei, die Analphabetinnen sind. Das muss natürlich alles berücksichtigt werden. Und teilweise sind wir auch dabei mit Zeugnisanerkennung noch aus dem Land, dass es noch übersetzt wird und beim Kultusministerium dann anerkannt wird. Das ist aber alles ein langer Weg, ne? Und wesentlich ist halt immer, es gibt ja immer so, wir haben auch immer verschiedene Ziele. Also ein langfristiges Ziel, was, ne, noch, was eventuell noch sein kann und auch
wo man einfach was braucht für den Übergang. Zum Beispiel auch, dass man einfach, dass die Frau einfach einen Minijob annimmt, damit sie überhaupt Leistungen bekommt, also Bürgergeld, ne, dass der Arbeitnehmerstatus gesichert ist. Und das ist eben der Punkt. Also deswegen sind wir im Genau. Moment auch noch ganz viel dabei mit Mini, also dass einfach ein Minijob da ist. Reinigung ist Oder auch natürlich mal Teilzeit, aber halt eben auch in Bereichen wie Reinigung, was einfach zugänglich Küchenhilfe und ist, so ne? weiter, Genau. weil es eben niedrigere Voraussetzungen hat und dann auch eben leichter ist, auch schnell in diese Art Leistung. von Beschäftigung zu kommen. Natürlich ist das oft aber auch einfach mal ein guter Übergang für viele, dass sie ja einfach mal Mal so raus genau kommen auch, ja. überhaupt in eine andere Beschäftigung gehen, Genau, ja. eine andere Routine bekommen. Und dann bietet das aber auch oftmals Chancen. Also wir hatten auch Frauen, die haben dann angefangen in der Reinigung, haben sich dann aber so gut bewährt. Das waren jetzt Reinigungen in Pflegeeinrichtungen zum Beispiel und sind dann eben nach einer Zeit, ja, In wie den soll ich sagen, als Helferbereich gekommen. Pflegehelferin aufgestiegen. Also Ja, das gibt es eben auch, auch. ja. Das ist genauso ein Prozess, ja, wie der ganze Umstieg an sich. Und was anderes auch noch, gerade nochmal zurück mit diesem Anspruch auf Leistungen. Zum Beispiel gerade wenn jetzt eine Frau aus Rumänien, die einen Sprachkurs macht oder einen Integrationskurs macht, dann wird es natürlich dann vom Jobcenter übernommen, wenn sie auch Leistungen bekommt. Ansonsten müsste die ja die selbst bezahlen. Also das ist immer so, ne, so ein, auch ein Spiel mit den Möglichkeiten dann auch. Also es sind dann so typische Quereinsteiger-Innenberufe auch. Auch, Ja, ja. Und okay. wie gesagt, es ist einfach ein langfristiger Weg. Das ist es halt, ne? Ja. Und ich wollte jetzt gerade wieder an Johanna übergeben. Ach, da ist Ja, sie. doch, ja. Okay, Ja. cool, dein Internet war eben weg. Ja, das tut mir leid. Es ist ja Berlin halt. Ich habe Und ich glaube, da ist es wieder weg. Bin ich schon wieder weg? Ja, was hältst du davon, wenn du es einfach in den Chat schreibst und ich übermittle das dann mündlich? Ich versuche das jetzt. Bin ich jetzt zu hören? Ja, gerade schon. Ja, okay, ich versuche es jetzt. Die Frage ist, was ist das mit der Fachtagung, die da erwähnt wurde? Ist die offen für alle? Können wir da hinkommen? Worum geht es da? Selber nicht eigentlich. Dazu habe ich leider noch gar Ja. keine Infos. Das wurde uns jetzt erst beim letzten Treffen mit dem Bundesministerium mitgeteilt, dass es diese Fachtagung geben wird, um eben die bisherigen Ergebnisse aus den verschiedenen Projekten ja, wiederzuspiegeln und zu diskutieren. Es sollen wohl auch Experten aus Politik und Verbänden und ich weiß gar nicht noch eingeladen werden, aber ich kann noch nicht mehr dazu sagen, leider. Aber wenn ich es weiß, kann ich es dir gerne mitteilen. Ja, danke schön. Emma, liegen noch irgendwelche Fragen da oder haben wir es jetzt? Ja, Nee, dann. es sind keine Fragen mehr. Ich würde mich an der Stelle jetzt, weil es jetzt 58 ist, bedanken. Ich fand es super, super spannend. Ich persönlich bin nämlich, ich komme aus der Gastronomie und bin jetzt in der Sexarbeit und würde nie wieder zurückgehen, weil ich die Gastronomie grausam fand mit den ganzen Hierarchien und was mir alles vorgeschrieben wurde und kann in der Sexarbeit so viel freier entscheiden, wie ich arbeite und habe da keine Person, die mir weisungsberechtigt ist. Und ich finde es immer wieder spannend, andere Perspektiven zu sehen und zu sehen, dass es da anderen Menschen offensichtlich anders geht und die das gerne umgekehrt machen. Ja, vielen Dank. Ja, ich möchte mich auch bedanken bei den Referierenden oder Referentinnen und möchte gleich ein bisschen Werbung machen. Wir haben leider noch keinen nächsten Termin. Wir sind im Dezember, sind zwei Sachen in Vorbereitung. Das entscheidet sich kurzfristig welche. Und zwar haben wir das eine Thema sind Lebensgeschichten von migrantischen Sexarbeitenden. Also wir haben eine Jungfrau, die mit 16 aus Litauen nach Deutschland kam in die Sexarbeit und eine bulgarische Kollegin, die von ihrer Arbeit erzählen werden.
Oder das nächste Thema ist Forschung in der Sexarbeit. Worauf muss geachtet werden und was ist gute Forschung? Das wird sich in den nächsten, sagen wir mal, 14 Tagen rausstellen und dann gibt es den Newsletter. Dann freuen wir uns, wenn wieder möglichst viele teilnehmen. Und es ist auch auf unserer Webseite dann das Video von dieser Veranstaltung zu finden für alle, die nicht teilnehmen konnten oder zum Weitergeben. Man kann sich das nachher anschauen. Ja, dann Und wünsche ich. Ja, möchtest du noch was sagen, Emma? ja, ich wollte sagen, wer auf dem Laufenden bleiben möchte, um über die kommenden Veranstaltungen informiert zu werden, kann mir gerne eine Mail schreiben und dann werdet ihr auf den Politik-Newsletter gesetzt und dann kriegt ihr eine Benachrichtigung per Mail mit den kommenden Veranstaltungen. Und wenn euch bestimmte Themen unheimlich interessieren, also das kommt immer wieder auf in Bezug auf Sexarbeit und da würde ich gerne mal eine coole Perspektive zu hören, dann gerne auch mit Vorschlägen immer an mich wenden. Ja, es ist exakt 17 Uhr. Dann wünsche ich einen wunderbaren Abend und ich freue mich, wenn wir uns dann im Dezember wiedersehen. Tschüss!